Einen schönen Nachmittag wünsche ich. Ich erzähle ein bisschen was über Patente. Jetzt werden viele sagen, Patente brauche ich nicht, Patente will ich nicht. Aber das Problem daran ist manchmal, dass man anderen, die einen Patentschutz haben, auf die Füße steigen kann. Das kann unangenehm und teuer werden. Ich erzähle auch ein bisschen was über Softwarepatente. Das wird schon einige mehr tangieren. Es gibt ganz, ganz viele Gesetze, die die ganze Open Community umschließt, wo sie keinen Schritt nach außen machen dürfen. Heute geht es um Patente, morgen erzähle ich was über Schutzrechte allgemein. Und wer ich bin? Ich bin der Geist, der stets verneint. Das ist ein altes Privilegium. Ein Privilegium wurde vom Kaiser erteilt, Vorgänger von den Patenten. Ein Privilegium, was der Alfred Nobel erworben hat. Foto ist oben dabei. Der Bruder von Alfred Nobel ist gestorben, weil er mit Sprengmitteln hantiert hat und hat sich dabei in die Luft gejagt. Und dann hat er lange geforscht und festgestellt, dass Nitroglycerin vermischt man mit Kieselgur, also so zerriebenen Schnecken und sonstigen Schalen, und dann explodiert das nicht mehr so leicht. Hat bis zu seinem Ende 355 Patente gehabt und war steinreich. Und dieses Geld hat er in eine Stiftung gegeben, aus der heute noch die Nobelpreise bezahlt werden. Das ist ein altes Patentgesetz aus Venedig, das hat es schon 1774 gegeben. Die haben da angefangen. 1720 vor Christus haben die Griechen am Golf von Tarent in Süditalien etwas gegründet und haben den Köchen ein Jahr lang erlaubt, wenn sie ein neues Rezept erfunden haben, nur dass nur sie selbst dieses ausnutzen dürfen. Ein Jahr ist relativ wenig, aber immerhin, sie haben etwas bekommen, was eigentlich schon ein Patent ist. Ein Patent ist ein gewerblicher Schutz, mit dem man anderen ausschließen kann. Also ich kann anderen etwas verbieten. Er ist registrierungspflichtig, also man muss es einreichen und man muss was dafür bezahlen. Es gibt Schutzrechte, die entstehen einfach so und sind nicht kostenpflichtig. Dann noch das erste Patent von Österreich. Da kann ich es jetzt nicht lesen. Eine Bogenlichtregulatoren. Also das war das erste österreichische Patent. Früher hat es Privilegien gegeben, handgeschrieben eben, vom Kaiser. Schlechte Nachricht, ein Patent ist ein nationales Recht. Also wenn ich hier da unten in der Dresdner Straße zum Patentamt gehe, erwerbe ich einmal ein Patent oder eine Patentanmeldung nur für Österreich, kann das aber später erweitern. Da darf man auch nicht zu lange warten. So, jetzt schauen wir uns einmal an, was kann man mit Patenten schützen. Es gibt technische Erfindungen, so einen Motor, ein Getriebe, so Sachen, die man halt angreifen kann, so richtige Hardware. Dann gibt es technische Verfahren, also zum Beispiel Bearbeiten von Glas. Man kann Glasscheiben ziehen, man kann Glas blasen zu den schönen Trinkgläsern, man kann es walzen, es gibt verschiedene Verfahren. Und da ist alles zeitlich hinterlegt. Also ein Verfahren hat immer einen bestimmten zeitlichen Ablauf. Dann gibt es technische Substanzen. Nicht in allen Ländern ist eine Substanz schützbar. Das ist sozusagen die Formel. Hier die Formel vom Aspirin. Und dann gibt es zu diesen Verfahren, also zu diesen Substanzen Herstellungsverfahren, chemische Herstellungsverfahren. Zu einer Substanz kann es mehrere Herstellungsverfahren geben. Gibt es sehr oft auch. Ein chemisches Herstellungsverfahren, man nimmt Substanz A, löse sie auf in Wasser, rühre um, koche 3 Stunden, filtriere, gebe Substanz B dazu, koche noch einmal 2 Stunden, also eine gewisse zeitliche Abfolge. Und zum Schluss hat man dann diese Substanz, die man haben möchte. Und Mikroorganismen. Man kann also Sachen wie Penicillin oder sowas Ähnliches schützen, muss aber einen Mikroorganismus dazu verwenden und dann extrahiert man die Gifte, die dieser Mikroorganismus ausschüttet, und da hängt man dann noch irgendwelche chemischen
Substanzen dran, irgendwelche Molekülstücke. Und darum muss man einen Mikroorganismus noch hinterlegen, damit das auch nach Ablauf des Patentes jeder nachmachen kann. Dauer von einem Patent maximal 20 Jahre ab Anwendedatum, sofern bezahlt wird. Also es ist jährlich eine Gebühr zu entrichten, maximal 20 Jahre. Das ist jetzt die letzte Liste. Ich mag Listen nicht so gerne. Was ist nicht schützbar? Software als solche, die fällt unter das Urheberrecht. Den Urheberrechtsvertrag haben Sie nicht wollen. War nicht meine Entscheidung, ist ein ziemliches Minenfeld. Wen es hinterher interessiert, kann ich noch ein bisschen was erzählen. Software als Urheberrecht, das geht als Werk der Literatur. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, das ist so. Es gibt Softwarepatente, das kommt später noch. Entdeckungen. Ich entdecke ein Nukleid, ich entdecke irgendeinen Kristall, irgendetwas. Das ist nicht schützbar. Keine mathematischen Methoden oder Formeln, kein Business, so wie ich verkaufe über das Internet XY, ich habe eine Buchhaltung, ist alles nicht schützbar. Wenn ich jetzt Mikroorganismen entdecke? Nutzt das nichts, weil meistens kann man das nicht... Naja, aber seit der Vorhand haben Sie... ich gehe in den Urwald, schaue, was ich dort an Mikroorganismen finde, schaue, was die produzieren und dann mache ich dann erst was draus. Und das kann ich dann schützen. Nicht den Mikroorganismus. Spielregeln sind auch nicht schützbar, aber das Spielbrett. Wenn das jetzt jemand nachprogrammiert, habe ich Pech gehabt. Also so ein Go, das Spielbrett wäre schützbar, wenn es denn neu wäre. Was nicht schützbar ist, ist in manchen Ländern anders, das Klonen von Menschen. Keine Verwendung von Embryonen, da gibt es auch noch das Embryonenschutzgesetz und gibt es noch ganz viel. Ist in manchen Ländern ist da einiges erlaubt, was in Österreich nicht erlaubt ist. Keine therapeutischen oder diagnostischen Verfahren. Also zum Beispiel eine Naht, eine chirurgische Naht, ist ein Verfahren. In welcher Reihenfolge mache ich das, mit welchen Stichen? Solche Verfahren sind nicht schützbar. Und jetzt erzähle ich noch einen Unterschied zwischen Entdeckung und Erfindung. Eine Entdeckung ist, ja? Sie bezieht sich speziell auf Österreich. Es ist also in Europa minimale Unterschiede. In Amerika machen es einige Sachen. Man versucht das in Genf bei der UNO zu harmonisieren. Aber es gelingt Schritt für Schritt. Also in Europa sind die Unterschiede marginal. Eine Entdeckung ist, dass heiße Luft eine geringere Dichte hat als kalte Luft. Die Erfindung dazu wäre ein Heißluftballon, der dann das als Auftrieb ausnutzen kann. So, jetzt sind wir bei der Software. Also die Software an sich, eine reine Software, die nichts mit einer Hardware oder was zu tun hat, fällt unter das Urheberrecht. Das Blöde daran ist, es zählt als Werk der Literatur, als Sprachwerk. Daher hat man dann irgendeinen Source-Code und das mit der Sprache, also Urheberrecht ist mehr für künstlerische Sachen, für Romane oder was für Gedichte. Da fällt das jetzt rein. Also ich liebe Juristen, ja. Ich hoffe, es ist keiner da. Und das Urheberrecht greift 70 Jahre nach dem Tod des Schöpfers. Und damit können sich Programmierer ganz böse in die Nesseln setzen. Wenn der stirbt, darf man das Programm nicht einmal ändern, es sei denn, man hat das in einem Vertrag zwischen Freelancer und Firma oder Angestellten festgelegt, was der alles darf, was die Firma alles darf. Die Firma darf das Programm weiterverwenden, aber wenn nichts ausgemacht ist, nichts verändern, gar nichts. Also ohne Lizenz, ohne ausgemacht, ohne irgendwas, das ist der allerschlimmste Fall, der passieren kann, sollte man nicht tun. Und dann gibt es die Computer-Implemented Software. Das ist die unter das Patentrecht fällt. Die gilt nur maximal 20 Jahre. Und danach ist das wahrscheinlich eh schon Schnee von gestern. Also die Zeit reicht aus. 70 Jahre nach dem Tod des Schöpfers ist sowieso
eine Utopie. Aber es ist so. Computer implemented inventions müssen eine gewisse Technizität haben. Die Verwendung eines Computers ist nicht ausreichend. Also was ist das zum Beispiel? Ich habe ein Auto mit Rädern und Bremsen, das ist bekannt. Also das Technische, die Hardware dahinter kann bekannt sein, die muss nicht neu sein. Und jetzt programmiere ich zum Beispiel ein ABS. Ich habe Sensoren, die schauen, wie schnell drehen sich die Räder. Und wenn die sich plötzlich gar nicht mehr drehen, dann rutscht das Auto. Gleitreibung ist ganz schlecht, Gleitreibung ist weniger als die Rollreibung und dann löst sozusagen die Bremsen. Und dann greifen die Bremsen wieder und man kriegt so dieses Geruckel, wo abwechselnd die Bremsen gelöst und wieder in Gang gesetzt wird. So ein Programm zur Steuerung einer mechanischen Hardware ist schützbar. Allerdings nicht das Source Code, wie im Urheberrecht, sondern sozusagen ein Flussdiagramm. Und da können auch Leute, die irgendwas sonst machen mit Free Software oder was immer, jemanden auf die Füße steigen. Das könnte gefährlich werden. Also aufpassen. So, jetzt gehen wir zum Patentamt. Das Maxler gehört das Patentamt, ist ein bisschen rückständig. Man geht also mit Papier. Es gibt eine Hardware, die bekommt man kostenlos beim europäischen Patentamt, da kann man es online schicken, aber per E-Mail oder so geht gar nichts. Fax geht, er braucht schon ein Fax. So steht es im Gesetz, es tut mir leid. Also dieses Maxler geht heute mit seinem Patent, was er erfunden hat, zum Patentamt. Und reicht das ein und kriegt einen Stempel. Dieser Stempel ist sozusagen die Geburtsurkunde von dem Patent. Ob das lebensfähig ist, weiß kein Mensch. Also es ist einmal eine Geburtsurkunde und das Schlimme daran ist, man kann auch schon vor der Geburt eines Patentes ganz viel falsch machen. Nämlich so viel, dass dieses Patent nicht lebensfähig ist. Dass es relativ bald tot ist. Wichtig ist, dass man einmal diese Geburtsurkunde den Stempel hat auf der Einreichung. Und jetzt gilt Folgendes. Alles, was vor diesem Tag war, in manchen Ländern gilt sogar die Stunde der Einreichung, ist Stand der Technik und ist neuheitsschädlich. Alles, was bis zum Tag vorher vorhanden war, bekannt war, der Öffentlichkeit, also nicht allen Personen, sondern vielen, in Timbuktu, in Amerika oder sonst wo, ist neuheitsschädlich. Alles, was danach kommt, interessiert mich nicht mehr. Servus. Es muss weltweit neu sein. Das heißt, das Patentamt ist jetzt aufgefordert zu schauen, gibt es weltweit irgendetwas, was dieser Patentanmeldung entgegensteht. Jetzt schauen wir mal das Erteilungsverfahren. Die sind auch in den meisten Ländern ähnlich. Das kann man mal so als grob sagen, Unterschiede sind nicht sehr groß. Also man reicht es ein, kriegt diesen Stempel als Geburtsurkunde und dann wird eine Formalprüfung gemacht. Ist bezahlt, ist eine Adresse drauf, ist eine Unterschrift drauf. So dieses ganze fürchterliche Klimbim. Ist es überhaupt eine Patentanmeldung? Weil mitunter kommt etwas rein, da steht drauf, mit der Zahl Pi kann man die ganze Welt abschirmen. Kein Witz haben wir gehabt. Oder man will eine Marke und den Namen Bumsti schützen, ist kein Patent, reicht aber auf einem Patentformular ein. Also das wird alles einmal geprüft und dann lassen wir es liegen. Nicht, dass es besser wird wie ein guter Wein, sondern alles, was am Tag vorher erteilt wurde, an Patentschriften, auf das haben wir keinen Zugriff. Das wird erteilt irgendwo und bis das in den Datenbanken drin ist, dauert das. Also wir müssen eine gewisse Zeit lang warten, dass wir zumindest die relevanten Patentschriften in den Datenbanken finden. Das Europäische Patentamt oder andere, die bemühen sich sehr. Aber es dauert halt doch ein bisschen, bis der an Tag X wird es erteilt und dann dauert es 2 Monate, 3 Monate, bis das irgendwie so ist, dass man darauf zugreifen kann, vernünftig in der Datenbank. Dann wird meistens so nach 6 Monaten
je nachdem wie überlastet das Patentamt ist, eine Neuheitsrecherche gemacht. Also ich schaue, ob ich irgendetwas Gleiches oder Ähnliches finde. 80% des technischen Wissens sind die Patenten. Also Patentdatenbanken, meistens aber die vom Europäischen Patentamt, die haben 40, 50 Millionen Patentschriften, Querverweise, Abstracts von japanischen und. Dann hat jeder Prüfer so seine Spezialheftung. Irgendein Maschinenbau, Zeitung, die jeden Monat erscheint, und also jeder hat da so sein Spezialzeug und Bücher. Und bei der Neuheitsrecherche, schlechte Nachricht, es ist wurscht, wo es erschienen ist, die Sprache ist egal. Es kann Arabisch, Chinesisch, Japanisch, Deutsch oder sonst was sein. Also es ist man ist ziemlich gefordert, da was zu finden und schauen, was man an Heften und Büchern findet. Man kann nicht alles finden. Ich kann nicht alle Elektronikheften und alle Schaltungen dieser Welt finden. Unmöglich. Die sind dann auch nicht im Datenbanken, weil viele Sachen gar nicht patentiert sind. Weil viele Leute sich sagen, na, pff, das bisschen, das patentiere ich nicht. Und dann kommt einer und versucht es trotzdem und man findet es dann nicht. Das kann passieren. Nach der Neuheitsrecherche gehen so die Briefe hin und her. Also lieber Anmelder, ich habe da was gefunden, das ist mit deinem identisch, kann ich dir leider nicht erteilen. Schreibt der Anmelder zurück, liebes Patentamt, ihr seid dumm, ihr habt nicht verstanden, was ich will. Dann kann man drüber reden. Manchmal kann man mit einer Formulierung ein bisschen nachbessern, manchmal nicht. Nach 18 Monaten, das ist jetzt weltweit gleich, wird das Ding veröffentlicht. Und zwar, erstens sollen alle wissen, was die Menschheit schon erfunden hat. Zweitens, wenn sowas öffentlich ist und einer hat ein Perpetuum mobile und der nächste kommt mit dem gleichen, kann man ihm sagen, du bist dumm. Physik gilt nicht. Das sind also Leute, die lassen sich da nicht beeindrucken. Wenn man ihnen sagt, das war aber schon mal da, das ist nicht neu, dann ziehen sie meistens ab. Ich bin sehr dafür, dass das veröffentlicht wird und das wurde früher nicht. Ich habe Sachen gehabt, ist jemand Elektrotechniker oder, ja, wir haben eine elektromagnetische Wechselwelle, teilen die in eine elektrische Wechselwelle und eine magnetische Wechselwelle und dann schmeißen wir die ganze Physik weg und dann kriegen wir zwei Kanäle durch. Und da, ja, kommt immer wieder. Oder die berühmten Motor-Generator-Kupplungen. Die sterben nicht aus. Also nach der Prüfung kommt es dann auf jeden Fall einmal zur Offenlegung, da wird es gedruckt wie angemeldet. Und dann steht in der Future Zone Patent. Da ist hinter der Nummer ein A, das heißt Anmeldung. Das muss nie erteilt werden und die können das nicht unterscheiden. Ich habe schon gesagt, ich schreibe für die Artikel mein Kunde besser aus, weil es ist manchmal ganz grausam. Dann geht es weiter und zum Schluss wird es entweder in diesen blauen Wastepaper Basket geschmissen, zurückgewiesen, falls einer ganz uneinsichtig ist, oder es wird erteilt. Dann wird es nochmal veröffentlicht mit einem B, an der Zahl sieht man dann, das ist erteilt. Dann schauen wir, wo sucht das Patentamt, das neu ist. Also mal in Datenbanken, im World Wide Web und in den diversen Heften. Ich habe mal eine Anmeldung gehabt von einem Wasserzählerdeckel, ganz was Primitives. Habe nichts gefunden, habe das erteilt, dann kommt einer mit einem Brief, ja, bei uns ist das eingebaut, das Ding ist schon seit 20 Jahren drin. Also haben wir das Patent, wurde gelöscht und der Fall war erledigt. Also auch Stücke, die gebaut wurden und nicht für wert gefunden wurden, ein Patent einzureichen, auch die sind neuheitsschädlich. Man muss halt beweisen können, dass das Ding schon so alt ist. Was man nicht sollte, was vor dieser Geburtsurkunde des Patentes absolut tödlich ist. Man geht auf eine Konferenz, machen Mediziner gern oder Leute, die für Mediziner was entwickeln. Und eine öffentliche Konferenz, also nicht persönlich eingeladen, sondern eine Konferenz, zu der jeder darf, auch wenn sie kostenpflichtig ist. Wenn es persönliche Einladungen sind, ist es nicht die Öffentlichkeit. Oder zu Österreich heute. Ich habe erfunden, ich bin der beste Erfinder von Österreich. Schaut's und dann erklärt man das im Detail und dann ist es vorveröffentlicht und das war's dann. Bei Dissertationen springt oft was raus.
könnte man zum Teil Patentanmeldungen machen. Wird auch gemacht, Dissertation sperren lassen, dass sie nicht öffentlich ist. Kann man für eine gewisse Zeit lang. Nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern auch, wenn man noch die Zeit haben will, eine Patentanmeldung zu machen, dass es nicht vorher veröffentlicht ist. So, jetzt schauen wir, was passieren kann. Es hat einen Patentanmelder gegeben, das war 1964, ein dänischer Ingenieur, Karl Kreuer. Er hat sich überlegt, was kann man mit versunkenen Schiffen tun? Und ist dann auf die Idee gekommen, haben wir die mit Seilen und Ketten, das wird nichts und das zerbricht und man pumpe irgendwelche lufthaltigen Dinge, Bälle in die Kavitäten und dann wird das hochgehoben. Und das ist schonend da und gut. Er hat das angemeldet. Hier haben wir die korrespondierende englische, weil die dänische habe ich nicht gefunden. Wäre möglicherweise im dänischen Patent oder was zu finden, aber ich habe es nicht gefunden. Korrespondierend eben erweitert auf England. Und da sieht man, wie eben durch eine Leitung dann diese Bälle und diese Urjant-Bodies, ich habe nachgeschaut, das sind irgendwelche Schwimmkörper. Und das wollte er als Patent haben. Also wäre ein technisches Verfahren, wäre durchaus schützenswert. Und jetzt hat der dänische Patentprüfer das geschaut. Wo findet er das? Damals hat es noch keine Datenbanken gegeben. Hat das halt, da war alles ausgedruckt und in Riesenstapeln sortiert. Wie wir mit dem Patentamt übersiedelt werden, haben wir 60.000 so große Kisten mit Zeug. Inzwischen ist alles in Datenbanken. 2003 mussten wir das noch übersiedeln, weil der Herr Grasser das Objekt verkauft hat am Kohlmarkt. War jetzt keine politische Bemerkung. Der Patentprüfer aus Dänemark hat Folgendes gefunden. Von der Mickey Maus. Das ist ein Nachdruck von Karl Marx. Ist daher später. Mickey, also Donald und die Neffen, die haben auch Tennisbälle und stopfen die da rein. Und sie bewegt sich. Und sie heben das Schiff. Und der Patentprüfer hat Mickey Maus vorgehalten. Und das Patent konnte so nicht erteilt werden. Eine Kollegin von mir hat einmal ein Kodierungsverfahren gehabt und hat dann gesagt, das habe ich aber in einem Kinderheft schon gesehen. Und hat das dann wirklich noch rausgesucht und gefunden. Also solche Sachen passieren. Und das ist nicht neu, es ist Buschbus, vorpubliziert ist. Das ist das Deckblatt von der Original Disney-Schrift. Ich habe leider keine englische gefunden. Also nur den Nachdruck, den habe ich allerdings beim, nachdem ich ein halbes Jahr gesucht hatte, beim Thalia dann auf Anhieb bekommen. Also jedem, der irgendetwas Technisches macht, empfehle ich, Daniel Düsentrieb als Nachtlektüre zu lesen. Ganz wichtig. Und ich glaube, beim Daniel Düsentrieb sind schon ganz, ganz viele Sachen drin, mit denen man Patente abschießen könnte. Nicht nur das eine. So, macht von euch noch jemand eine Dissertation? Nicht. Gut, egal, weiter sagen. Beim Patentamt haben sie jetzt gesagt, Pimpiotis, also wer das erfunden hat, weiß ich nicht. Es ist so, für technisch, also jetzt nicht für Softwarepatente, sondern für technische Sachen, bekommt man, sofern man eine Diplomarbeit oder Dissertation macht, eine kostenlose Recherche zum Stand der Technik. Nachdem 80% des technischen Wissens in Patenten ist, und manchmal sonst nirgends, wäre das ganz günstig, wenn man eine Dissertation oder Diplomarbeit macht, sofort zum Patentamt gehen, eventuell beim Prüfer dann vorsprechen, das einreichen und das in Anspruch nehmen. Weil es gibt viele Diplomarbeiten, wenn das der Prüfer dann gewusst hätte, die so nicht mehr so ganz neu und nicht mehr so ganz haltbar sind. Also das ist das, was man auf jeden Fall tun sollte. Vielleicht springt dann auch noch eine eigene Patentanmeldung heraus.
beim Master oder Diplom 3 Monate nach Beginn. Das ist jetzt neu, dass sie das so limitieren, dass man das gleich macht. Man hat nichts davon, wenn man dann jahrelang arbeitet und dann drauf kommt, das hätte man im 3. Monat schon haben können. Bei Dissertationen 12 Monate nach Beginn spätestens. Und das würde ich jedem empfehlen. Man darf natürlich keine Geschäftsmethoden, wie gesagt, ich verkaufe XY übers Internet, das nicht, aber so technische Sachen, die man angreifen kann, diesen Dienst sollte man unbedingt in Anspruch nehmen. Bitte? Wie viele den Dienst nutzen, ich weiß es nicht, aber es sind schon einige und man sollte das auch verbreiten. Da braucht halt eine Bestätigung von der Universität oder von der TU oder weiß ich, wo man das halt macht. Es kommt schon langsam. Also auf der TU wäre das, ich finde ja, das sollte jeder mal gehört haben und es gibt zwar jetzt von einem Patentanwalt, der sehr gut ist, eine Vorlesung auf der TU, aber da geht nicht jeder hin. Ich finde, bei jeder HTL, bei jeder TU, auch hier, sollte jeder das als Pflicht abgesessen haben. Anwesenheit. Keine Note und nichts, nur abgesessen und gehört haben. Ich finde das ganz wichtig für Techniker. So, jetzt habe ich etwas gefunden beim Recherchieren. Und zwar, es geht, nachdem das jetzt da sehr klein ist, komme ich da runter. Sonst lese ich es nicht so gerne vor. Das hat eine Richterin verzapft. In München, glaube ich. Sowieso Technologietransfer vertreten durch Hans Weidenbusch. Das dürfte der Prokurist oder Erfinder gewesen sein. In Haar, das ist ein Vorort von München. Er lässt das Amtsgericht München durch die Richterin am Amtsgericht sowieso aufgrund des Sachstandes ohne mündliche Verhandlung wegen Dringlichkeit Folgendes. Dem Antraggegner wird untersagt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzlichen Ordnungsgeldes von 4.000 Euro, ersatzweise Ordnungshaft von bis zu 2 Jahren gegenüber Dritten zu behaupten. Also es wird dem Menschen untersagt, Folgendes zu behaupten. Die vom Antragsteller entwickelte und vermarktete patentrechtlich geschützte Kapillartechnologie einen Wirkungsgrad hätte, der unter 100% liegt. Oder, dass daher bereits ein kurzer Blick auf die Kapillartechnologie ausreiche, um zu erkennen, dass dies nicht funktioniert. Wichtig sind wir in diesem Beschluss, patentrechtlich geschützt und der Wirkungsgrad unter 100%. Das hat eine Juristin so gemacht, wegen der Dringlichkeit und ja. Jetzt habe ich mir gedacht, gut, ich habe was ganz anderes gesucht. Ich habe gedacht, gut, Weidenbusch, ich schaue mal in die Datenbanken. Alle Patentdatenbanken sind öffentlich. Kann jeder reinschauen. Beim Patentamt gibt es allerdings Tools, da kann man sich eine Million runterladen und drin weitersuchen. Die öffentlichen Tools sind ein bisschen mühsam. Ich bin doch, vielleicht finde ich den Hans Weidenbusch. Schauen wir mal. Und habe Folgendes gefunden. Das ist ein Ausschnitt aus der Patentschrift. Er hat dort 2 Kapillaren. Und irgendwie hat man noch gelernt, den Kapillareffekt an der Wand von Glasgefäßen kriegt Alkohol oder auch Wasser nach oben und ja, und das nutzt er aus und generiert so Energie. Sämtliche Kapillardurchmesser, sämtliche Schwimmdurchmesser. Ja, also es genügt ein kurzer Blick, um festzustellen, das kann nicht funktionieren. Das ist ein Perpetuum mobile und der Wirkungsgrad ist deutlich unter 100%, ich würde sagen so bei 0. Was machen wir jetzt? Und, das habe ich vorher erzählt, da oben bei der Nummer steht A1. Es ist nicht patentrechtlich geschützt, es ist eine Anmeldung, die niemals erteilt wurde. Das hat eine hoch angesehene Richterin im Amtsgericht München gemacht.
Patent auf eine Bestimmung. Es darf nicht erteilt werden, wenn bekannte technische Grundsätze der Wissenschaft oder Erfahrung ganz zweifellos und offensichtlich entgegenstehen. Ich habe auch öfter jemandem gesagt, die derzeitige Physik verbietet mir, dass ich das erteile. Ich kriege Schwierigkeiten, aber Sie können sich für den Nobelpreis vorher merken lassen. Wenn Sie das beweisen können, es ist keiner gekommen mit dem Nobelpreis. Der Leonardo da Vinci hat ja sehr viel an solchen Klapperatismen gearbeitet. Ich weiß nicht, ob jemand diese Zeichnungen kennt. Und wollte ein Perpetuum mobile machen. Und dann nach langer Zeit ist er draufgekommen. Oh, ihr Erforscher der beständigen Bewegung, wie viele wirre Hirngespenste habt ihr euch bei eurer Suche schon ausgedacht? Geht und gesellt euch zu den Alchemisten. Also da Leonardo da Vinci ist durch eigenes Forschen draufgekommen, es kann nicht gehen. Ein kluger Mann und technisch sehr versiert und er hat eben mit Trial and Error festgestellt, so nicht. Und das gilt auch heute noch. Und wenn jemand sagt, man kann kein Perpetuum mobile einreichen, also wir haben Tonnen, einreichen kann man alles, bearbeiten muss das Patentamt alles. Ich war zum Schluss Vorstand der elektrotechnischen Abteilung, jedes Quartal so einen Stapel. Manche Kollegen sind schon verzweifelt. Ich habe mir gesagt, recherchiert das, das meiste findet man. War fast alles schon mal da. Und in den meisten Fällen ja. Dann schreibt man dem Anmelder, das ist ein Perpetuum mobile und was kriegt man zurück? Ich weiß, aber meins funktioniert. Naja, und dann hat man mich einmal vom Volksanwalt verklagt. Und mehr als einmal einen Brief an den Minister. Da muss man durch. So, wer jetzt wissen will, was das kostet. 342 Euro die Anmeldung. Kann man natürlich auch verwenden, um eine gute Recherche zum Stand der Technik zu bekommen. Ist vielleicht nicht so günstig, wenn man etwas breiter gestreutes haben will, kann man eine Recherche zum Stand der Technik einreichen. Die ist etwas billiger und da kann man dann vorsprechen und sagen, ja, in diesem Bereich möchte ich das gerne. Kommt drauf an. Bis zur Erteilung, also dann nochmal 208 Euro, wenn es zur Erteilung denn kommt. Und dann muss man jedes Jahr etwas zahlen. Und wie üblich die schlechte Nachricht, nur für Österreich. Man kann aber jederzeit aufhören. Also man ist jetzt nicht gebunden an die 20 Jahre und man sagt, gut, ich habe da was erfunden und 5 Jahre geht es und dann brechen die Verkaufszahlen ein. Dann zahlt man es nicht mehr, dann könnte es jedermann nachmachen, dann ist es frei, aber der hat dann auch nichts mehr von. Weil wenn ich es nicht mehr verkaufen kann, weil es keiner mehr will, kann es der andere auch nicht mehr verkaufen. Also kann man das dann sozusagen freigeben und spart sich die Gebühren. Es gibt ein Gebrauchsmuster. Das ist bis auf marginale Unterschiede gleich wie ein Patent. Auf die Unterschiede gehe ich jetzt nicht ein, weil das ist momentan irrelevant. Spurbilliger, aber sonst ist es alles gleich. Was man nicht darf, die Amerikaner haben sehr oft draufstehen, Patent Pending, also angemeldetes Patent. In Österreich ist es strafbar mit einem angemeldeten Patent zu werben, weil es muss ja nicht erteilt werden und es könnte ein Perpetuum mobile oder sonst ein Quatsch sein. Und daher darf man nicht damit werben, es werden Leute auch bestraft. Ist schon vorgekommen, also nicht tun. Wie kann ich das jetzt erweitern? Man hat maximal ein Jahr Zeit ab Anmeldung. Und dann kann man, wenn das ausschaut, das Patentamt hat nichts Gegenteiliges gebunden, erweitern auf Deutschland, Schweiz, einzelne Länder oder das europäische, das EU-Patent, das so ein Patent für alles, wird es irgendwie nicht wirklich geben. England muss dabei bleiben, muss unterschreiben. Mit dem Brexit hauen sie sich jetzt gleich raus. Ja, aber wir wollen den Gerichtshof und bla bla bla.
Also das EU-Patent gibt es nicht und momentan auch nicht in Aussicht. Und ein internationales, das ist kein Weltpatent. Und man bekommt, wenn man dann sagt, ich habe meine Anmeldung schon in Österreich gehabt, das Datum, dieses Einser-Datum, man hat aber nur ein Jahr Zeit. Innerhalb dieser Zeit ist es meistens noch nicht erteilt. Also dieses Jahr darf man nicht überschreiten, dann ist es aus. Dann hat man ein österreichisches Patent und keine Firma nimmt ein österreichisches Patent. Wenn man was verkauft, muss man schauen, dass es weiter schützbar ist, sonst wird man das nicht los. Schauen wir, das europäische Patent. Also das EU-Patent wird es nicht geben. Jedenfalls vorläufig nicht. Das wäre ein Patent für die ganze EU. Mit einer Klage kann man es vernichten für alle Länder. Will die Pharmaindustrie nicht und so. Das andere, diese roten Länder, die kann man sich dann nach der Erteilung aussuchen, welche will ich denn haben und wo zahle ich. Wenn ich Saunakabinen herstelle, dann verkaufe ich die in Deutschland, in der Schweiz, ja, vielleicht noch in Liechtenstein, in Österreich, da muss ich nichts übersetzen, die Finnen machen ihre eigenen, der Transport ist teuer, dann suche ich mir die paar Länder aus und habe da auch bei diesem Übereinkommen die Schweiz dabei, den ganzen EWR, also ganz viel. Die kann man sich dann aussuchen. Und die meisten von denen haben nur so 5 bis 7 Länder. Das ganze EU-Patent ist sinnlos, weil es würde gelten für alle 450 Millionen Leute. Und in Brüssel haben sie gerechnet, ja, man muss das ja auf die Kopfzahl umrechnen. Ja, es ist, wenn ich durch die Köpfe dividiere für die Skill, zwar billiger, aber brauche ich die? Wenn ich vielleicht nur 3, 4, 5 Länder haben will, das ist irgendwo sinnlos. Also hier noch einmal das EU-Patent, ich habe so viele Länder, keine Lücken in Europa und kann mir dann aussuchen 1 bis 38. So viele ich halt brauche. Das EU-Patent wäre eins für alle und mit einer Klage alles futsch. Also hier noch einmal dieser Überblick. Das letzte ist noch interessant, wenn jemand wirklich eine Pharmafirma hat. Das PCT. Das ist eine Bündelanmeldung. Also es gibt nicht ein Patent für alles, sondern nur ein Bündel. Diese Länder sind jetzt dabei. Also man muss, wenn man sowas will, schauen, welchen Markt will ich haben. Wenn ich da in Südamerika das brauche, muss man das extra anmelden. Das sollte man sich überlegen. Muss man aber auch, bevor das Jahr aus ist, anmelden. Hat dann ab Anmeldetag 2,5 Jahre Zeit, sich zu überlegen, welche nehme ich, weil dann wird es teuer. Dann muss man jedem Land einen Anwalt, Anmeldegebühren, Verfahrensgebühren und zahlen. Das wird richtig teuer. Aber die meisten brauchen das gar nicht. Pharmafirmen schon. Mir hat ein kleines Startup gesagt, 99 Länder, 250.000 Euro. Kleines Pharmaunternehmen. Die haben das aufgebracht und für die war es das wert. Wenn jetzt jemand eine Firma hat, egal ob EDV oder sonst was, gibt es ein Patentamt, ein Angebot, Discover IP, zusammen mit der AWS, Austria Wirtschaftsservice. Da bekommt man, je nachdem wie groß man ist, kostenlos oder nicht ganz kostenlos, Informationen zu Patenten, zu Schutzrechten, zu Marken und bei der AWS haben sie Verträge. Welche Verträge sollte ich mit meinen Angestellten machen? Ganz, ganz wichtig. Das kann nämlich ganz böse in die Hose gehen. Also wenn jemand sowas will, einmal beim Patentamt anrufen, Discover IP, ist das etwas, was mir helfen könnte? Oder mal mit den Zuständigen sprechen. Wir haben viele Leute beraten, ich habe auch selber mitgetan. Natürlich kommt der Techniker, der in die Sparte passt. Also es sind immer Fachleute dabei, nicht irgendjemand, nicht eine professionelle Beratungsfirma mit Finger von, sondern eben das Patentamt. Naja, und jetzt, Daniel Düsentrieb ist zwischenzeitlich irgendwie ein bisschen frustriert. Gibt es noch Fragen? Ja? Wie viele Patente gibt es weltweit, die aktiv sind, ungefähr 1 Million? Wie viele aktive Patente es gibt, ich weiß es nicht. Ich meine, die Neuheit muss man ja aus dem ganzen Fundus, auch schon aus den abgelaufenen. Keine Ahnung.
Ich weiß es nicht. Ja? In dieser Patent, also wie detailliert muss das dargestellt werden? In dieser Patentanmeldung ist ja nicht Recht für drin gestanden. Nur, dass sie durch irgendeinen Schlauch da die Bälle reinpumpen. Aber das reicht. Es muss so sein, dass es das abdeckt, was da gefordert ist. Natürlich, eine komplizierte Sache und ein kompliziertes Getriebe wird man niemals mit einem Comic abdecken können. Ja, Bella. Wie man erfahren kann, ob ein Patent noch aktiv ist, dann muss man beim Patentamt im jeweiligen Land anrufen. Das ist blöd, weil ich habe ja gesagt, man kann das aus Europa erweitern und dann hat man, weiß ich, findet man in der Datenbank für Frankreich, für Deutschland, für Finnland und dann hat man USA und vielleicht noch Japan. Und dann kann man nicht sagen. Man kann sagen, wenn die 20 Jahre, die das maximal laut aus sind, dann ist aus. Und wenn es weniger ist, müsste man in jedem Land anrufen und schauen, ob das noch aktiv ist. Im europäischen Patentamt kann man in die Datenbank schauen, da sieht man dann, ob die Jahresgebühr nicht mehr bezahlt wurde. Aber nachdem sich das dann aufsplittert, also die wird ja oft schon relativ bald nicht mehr bezahlt, also einzeln nachfragen. Das ist mühsam, ich weiß. Ja? Wenn ein Patent erteilt wurde. Ja? Und man kommt drauf, das gab es vorher schon. Ist es dann auch einfach ungültig oder ist es. Naja, so einfach nicht mehr. Es gibt natürlich Einspruchsmöglichkeiten von außen bis zum Ende der Laufzeit. Das ist möglich. Also ein Patent hätte nicht erteilt werden dürfen, weil es nicht mehr neu war. Oder weil mir der das geklaut hat. Natürlich kann man das beanspruchen. Das wird auch gemacht. Manchmal als Spielchen zwischen Apple und weiß ich was. Wobei die meisten dieser Spielchen nicht Patente, sondern eher Designs betreffen. Aber Futures on und Konsorten können es nicht auseinanderhalten. Auf die bin ich etwas hass, gebe ich zu. Also dann beim Patentamt einfach Einspruch einlegen quasi? Ja. Ja? Aber nur Einspruch eigentlich. Muss ein Patent eigentlich muss mehr im Großen als im Kleinen? Ja, klar. Also, wenn ich also hätte auch nicht mal, wenn ich ein Patent hätte als EGU, ne, mir Zeit nehmen, um zu überprüfen, ob in China, in Japan oder in Gänsendorf oder in Nisselbau mein Produkt nachgebaut wird. Oder in München. Nein, du kannst, natürlich, Patent muss man sich gegen wehren. Wenn auf deinem Grundstück jetzt einer ein Haus baut, interessiert es die Polizei nicht. Du musst dich aktiv dagegen wehren. So, ja. Du darfst es nicht. Ja, genau, das sage ich halt. Das ist nur die Großen, die ich am Anfang der Amtskanzlei habe, das jeden Tag durchforstet. Man kann sich das durchforsten lassen, da gibt es auch Angebote beim Patentamt oder die machen das selber in den Datenbanken. Ja, es nutzt meistens den großen mehr, das ist richtig. Oder man hat wirklich eine Wundererfindung, schafft es, das Geld aufzubringen, dass man es erweitert, auf nicht ganz weltweit und verkauft es dann. Weil wenn ich einer Firma das verkaufen will, die, wenn das nicht mehr schützbar ist, noch weiter hinaus, wenn man dieses Geld nicht aufgebracht hat, dann bleibt man auf dem österreichischen Schutz sitzen, mit dem man nicht wirklich was hat. Ja, es ist leider so. Mich würde eine Einschätzung interessieren, wie das Ganze sich überhaupt weiterentwickeln könnte. Wie also sich das weiterentwickeln könnte, das wird eher strenger als weniger streng werden. Vielleicht, dass ein bisschen mehr erteilt würde, als das, was jetzt schon erteilt ist, aber von den strengen Schutzrechten, von Urheberrecht, Markenmuster, Design, alles rundherum, das wird eher immer strenger. Aber im Moment passiert zum Beispiel seitens China irrsinnig viele Anmeldungen in Europa. Ja, China meldet sehr viel in Europa an. Die unterstützen das von der Regierung, die stecken da unheimlich viel Geld rein. Ja, und von China wird viel Geld reingesteckt und wenn ich jetzt also wirklich was Großes habe und mich gegen China wehren will, gegen einen Nachbau, vor allem weil ich es dort fertigen lasse, dann ist am besten, man macht eine Patentanmeldung in China, die kostet nicht so viel und dann kann man denen sagen, du produzierst mal das, du darfst das aber nicht weiterverkaufen. Also das, und wer Fragen hat, bitte zum Patentamt gehen, da unten anrufen, sich einen Techniker holen und nicht zu irgendwem.
Eine allerletzte Geschichte noch. Zu mir ist einer gekommen, er hat einen bösen Brief von einem Anwalt gekriegt, er soll seine Firma zusperren mit Saunakabinen. Er war früher wo angestellt und diese Firma, wo er angestellt war, hat mit viel Mühe und bla 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 Patente erworben und ja. Es ist gut, dass Sie zu mir gekommen sind. Ich habe in die Datenbank geschaut, es waren 5 Anmeldungen. 4 haben es fallen lassen, nach einem Jahr nicht mehr bezahlt und eine ist nicht erteilt worden. Ich habe gesagt, so, und das bringen Sie jetzt dem Anwalt, sagen Sie ihm, der ist ein Trottel. Und bevor er solche Briefe schreibt, soll er doch einmal nachfragen. Er ist mir fast um den Hals gefallen. Und wenn, bitte, wenn es um was Technisches geht, zu einem Patentanwalt oder als erstes einmal zu einem Techniker im Patentamt gehen, bitte nie zu einem Juristen. Bei Marken ist es was anderes. Juristen dürfen Patente vertreten, haben aber von der Technik keine Ahnung. So. Lassen wir den Nachfolger.